Zeigerschild. Immer vor unserer Station, das 73 Substation Center, was auch immer, könnte in die Stadt kommen. Muss nur der Weg runterlaufen. Dann bin ich wieder im Wasser. Und jetzt zeige ich euch mal das erste Mal an. Dass man immer offen und runter schaut, wegen dem Schiff. Kraftwerk! Ein bisschen Köpfchen können wir Kurven üben und so. Das ist ein guter Ort auch zum Anfang, wenn man ein eigenes hat. Ich finde es eh, aber ich halte.
dass man die Brücke zum Schiff hat. Das dort bedeutet, dass das Schiff von beiden Seiten kommen. Das bedeutet keine Durchfahrt für Schiff. Das heisst, wir können mal schauen, auf welcher Seite wir durchfahren von der Brücke. Sehenswürdigkeit Tägeli Museum und Rostauer. Da kommen wir gut zum Reinschwimmen rein. Und dort ist das Bad Hüsli. Freitag. Da vorne kommt jetzt wieder ausbaggert. Mal schauen, wie wir da vorbeikommen. Rechts ist der berühmte Nacktstrand von Basel. Links haben wir die Stadtmauer und das Papier, die Papiermühle und so. Weiß jeder. Und die erste Fähre.
Dienst. Da gehen wir jetzt links vorbei nach und dort. Ja, Bagger. Die war Deckbrauerei. Münsterfähre und der Münster vorbei und der Pfalz und warten dann auf die Stege hocken beim einen Fischergalgen. Oh, Schiff gut. Steinbock. Am sichersten ist man von der Schiff, wenn man am Rand ist. Was wir jetzt machen? Oh, ein Ausflug. Ich bin ein bisschen weiter am Rand wegen der Ausgrabung. Ach, die Arme! Uhuhu!
Käse. Also ihr seht, da gehen die Schiffe immer rauf. Das ist noch wichtig. Eher auf der linken Seite bleiben, wenn man will. Nicht mehr sicher gehen. Ja, dann machen wir ein kleines Pause. So, jetzt gehen wir dort. Der zweite von rechts gehen wir nachher durch. Und dann gehen wir wieder rauf. Vielleicht noch eine Kaserne anschauen. Dann war es das. Das ist die Mittlerbrücke. Da kann man gut höckeln. Dieses blaue Haus, das ist 1000 Jungferngassen. Die Mittelburg.
ist die Helvetia auf Reise in Basel angekommen. Und das ist die Kaserne. Und nochmal eine Fähre. Und nochmal ein Badhäuschen. Und ein Feuerwehrboot. Und ein Trottoir. Dort ist der Totentanz gesehen. Da kommt noch Wartis und dort ist Cargova, gerade vor dem Badhäuschen. Von mir her jetzt wieder um. Es ist ein weiter Weg auf.
Ich sehe nach der Kurve ganz viel, viel einfacher. Ich glaube, ich muss euch das nochmal erklären mit den Zeichen. Da vorne, das mit den zwei Punkten, das bedeutet, dass es zwei Plätze hat. Aber das bedeutet eigentlich schon nur, dass es in die Richtung geht. Und beim Minus kommen die Schiffe offen oder runter. Also immer dort durch, wo es die zwei Dinge hat oder eins. Rückwärts. Schön in Mitte bleiben da. Also links. Da möge ich nach vorne passen mit dem Band. Hund. Nein. Ich muss euren Hund da retten. Hallo? Hallo? Ist das euer Hund? Oh ja. Soll ihn retten? Oh ja. Nicht hochkommen! Ja, ja. So. Er versucht da halt. So als Mittel. Hey! Er hat noch eine Zeit durchgehabt. Ja, ja. Ich habe gedacht, das ist vielleicht extra, er wollte gerne, er schwimmt gerne, einfach lang. Wenn er untergegangen wäre, hätte er schon geholt. Aber er hat noch lang. Er hätte einfach können sein lassen. Ja, ich weiß. Ja, das ist schön. Hm.
Jetzt ist leider keine Kamera. Oh, schau mal. Jetzt ist gerade die andere Kamera ausgegangen. Keine Batterie mehr. Darum muss ich jetzt auf der weiterfilmen. Das ist auch ein schönes Plätzchen, wenn es ein bisschen mehr Wasser hat. Kann man sich hier mit dem Ding da reinschwingen, glaube ich. Und dort hat es eine lustige Schaukel. Normal ist die viel näher beim Wasser. Also, und jetzt von da aus gehen wir jetzt da auf der linken Seite schön drauf. Wirklich wie das Schiff da. Gehen wir da alles drauf. Und dann, wenn wir auf Höhe von dort sind, gehen wir wieder rüber. Und dann wieder auf und dann sind wir wieder daheim. Dort seht ihr, hoffe, euch hat der Ausflug gefallen. Ich hoffe, dass das vielleicht nächstes Jahr eine kleine Tour geht, mit oben einsteigen. Zu unterst im Kleiweg irgendwo wieder. Kleiweg? Nein, Kleinhüniger wieder aufsteigen. He? Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sollte ich noch einen kleinen Disclaimer machen, wer sich nicht sicher ist auf dem Stand-Up-Paddle, sollte immer auf der Seite, auf der Kleinbasen-Seite bleiben, in der Schwimmzone, sodass es auch nicht passiert. Und wenn man die Seite wechselt, muss man sich schon sicher sein, dass oben und unten kein Schiff kommt und dass man weiß, was man macht. Nicht in den Strudel kommen oder einfach richtig reagieren. Und vergessen, nicht hinter die Bäume zu gehen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ist ja nicht so toll, wenn es fast kein Wasser hat. Mal wie langsam der Fahrt. Okay, das ist's. Tschüss zusammen. So, jetzt sind wir nur drüber. Da ist immer noch ein Schiff. Wow, das geht nicht mehr. Schnell weg! Ist ja etwas los heute.